Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV im regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, kurze Meldung. Viele haben es vielleicht mitgekriegt über die Tageszeitungen oder auch nicht. Das Kreiskrankenhaus in Rheinfelde ist jetzt mittlerweile geschlossen. Der Schließungstag war der Freitag, der 19. April 2024. Da wurde der letzte Patient auch, wie man in der Zeitung da entnehmen konnte, rausgebracht. Ja, hier ist ein Werbeschild. Die Kliniken des Landkreises Lörrach. Hier wird hingewiesen, dass die Mitarbeiter weiterhin da sind. Und auf Wiedersehen heißt es hier ab dem 19. April in Lörrach und Schopfheim. Genau, also die Mitarbeiter sind da, so wie es aussieht, umgezogen. Aber das Problem ist, hier hat es kein Krankenhaus mehr. Bad Säckingen ist ja auch schon stillgelegt. Und ja, wenn man irgendwelche Problemchen hat, muss man halt noch weiterfahren, bis das Krankenhaus in Lörrach fertig ist. Dauert es noch eine Weile. In Albruck steht noch nicht einmal eine einzige Mauer. Ja, und da wir alle wissen, Großeinwanderung in Deutschland mit viele Neubürger, die Straftaten begehen. Das Bundeskriminalamt hat es ja sozusagen auch bestätigt, mitgeteilt, dass die Zahlen der Kriminalitäten aufgrund von diesen Migranten angestiegen ist, exponentiell gegenüber Menschen mit deutschem Pass. Und genau aus diesem Grund wahrscheinlich wird hier das Gebäude sehr stark bewacht. Ich bin hier gerade bei den Dreharbeiten unterbrochen worden von einem Menschen, der Security dran steht. Hat sich nicht getraut, hier zu Fuß herlaufen, sondern kam da gerade mit dem Auto hergefahren. Und ja, es wird hier streng bewacht. Also liebe Leute, Los Blazer, lasst die Finger weg hier von diesem Gebäude. Es reicht schon, wenn das Reha-Klinikum in Bad Säckingen so zerstört wurde. Ich war ja da schon drin. So ist es. Übrigens hat es hier ein schweres Erdbeben gegeben. Am Tag vor der Schließung hier oben auf diesem Hügel oben hat es ein bisschen stark gewackelt. Und zwar, das war am Tag vor der Schließung am 18. April, Donnerstag 2024, um 3.56 Uhr am Nachmittag, 15.56 Uhr, mit der Magnitude 2,1, ist jetzt nicht allzu schwer, aber immerhin, manche spüren das, es können die Gläser im Schrank wackeln und in einer Tiefe von 8,4 Kilometer, das soll praktisch das Epizentrum gewesen sein. Oh. Und zwar oben auf dem Berg, wenn man jetzt weiter nach hinten schaut, ihr seht es ja selber auf der Karte drauf, da ist die Autobahn 98 das Endstück, wo man praktisch dann Richtung Minseln kommt. Hat jemand das Erdbeben irgendwie auch gespürt, mitbekommen? Wie gesagt, dahinter. Der ein oder andere könnte vielleicht was gemerkt haben. 2,1 ist jetzt nicht so stark, aber ich bin mal gespannt. Also jetzt haben wir mittlerweile wieder ein Versorgungszentrum mehr, welches es nicht mehr gibt. Obwohl ja die Leute alle mehr krank werden. Habt ihr das auch schon gemerkt? Es werden immer mehr Leute krank. Und es werden immer mehr Versorgungszentren abgebaut. Tja, irgendwann ist vielleicht dann so, ja, Krankenwagen muss durch die Gegend fahren, muss weitere Strecke auf sich nehmen. Tja, man schafft es halt dann nicht mehr. Und dann ist halt, fällt dann die Diagnose wahrscheinlich erst, wenn der Patient verstorben ist, sozusagen. Diesen Spruch kenne ich.
hat mir sogar schon eine Assistenzärztin ins Gesicht gesagt, aus dem Krankenhaus in Bad Säckingen, schon ein paar Jahre her. Das müsst ihr euch mal geben. Wenn eine Ärztin das sagt, ja, ist halt so, wir machen hier nichts außer Schmerzbehandlung. Und dann fällt halt mal die Diagnose, nachdem der Patient dann erst gestorben ist. Naja, gut, also sollen die glücklich werden in Lörrach und Schopfheim. Und bin mal gespannt, was aus diesem Bunker hier passiert. Wird da vielleicht ein Heim für irgendwelche Neubürger draus? Wer weiß, wer weiß. Ich lasse mich mal überraschen. Glaubet nicht immer alles, was in der Zeitung steht, sondern überzeugt euch vor Ort, wenn es dann mal soweit ist. Danke fürs Däumchen und tschüss.